Und damit sind wir beim Thema des Monats und das ist tatsächlich Kismet. Und ich glaube, ja, das ist Schicksal, dass wir mit eurem Vortrag Kilian und Kaspar in diesem Monat gelandet sind, weil ich verrate kein Geheimnis, wir mussten den Termin verschieben und auch ehrlich gesagt nicht nur einmal, sondern haben schon vor langer, langer Zeit angefangen, dieses Event zu planen. Genau, das ist gerade nicht leicht, also vielleicht zum Hintergrund, es gibt jeden Monat bei Creative Mornings ein Thema und dazu laden wir eben Sprecher ein. Normalerweise passen Themen und Vorträge zusammen. Das ist heute vielleicht nicht so, wobei vielleicht könnt ihr das Wort Kismet irgendwo unterbringen. Wir werden sehen. Ja, ich freue mich, euch jetzt endlich ankündigen zu können. Kaspar van de Water und Kilian van de Water. Kaspar van de Water ist in der Düsseldorfer Kulturlandschaft unterwegs, war mit 16 Jahren oder auf jeden Fall zu Schulzeiten, ne? Warst du Saxophonist bei den Mighty Mammut Movement und bist dann quasi in die Musikszene eingestiegen, hast Musikprojekte für die Rösterei 4 realisiert und eben dann Call Shop Radio gegründet, um das es heute gehen soll. Kilian van de Water, ich habe es eben schon gesagt, Gründer des Trickfilmfestivals hier in Düsseldorf, aber eben auch Grafikdesigner mit dem Schwerpunkt Illustration und Motion Design. Und ich freue mich, euch jetzt hier begrüßen zu können und mehr über Call Shop Radio zu erfahren. So, können mich alle hören? Fantastisch, hört sich gut an. Sieht auf jeden Fall verdammt professionell aus mit den Headsets hier um den Kopf rum. Aber ich fühle mich wohl. Nochmal vielen herzlichen Dank für die Einladung an Lisa und Rainer. Wir freuen uns super, hier zu sein. Es hat wirklich eine ganze Weile gedauert, bis wir hier ankamen. Aufgrund von allen möglichen Dingen. Vor allem natürlich auch Corona. Aber daran haben wir uns, glaube ich, alle gewöhnt, dass Veranstaltungen nicht dann stattfinden, wenn man sie zu Hause irgendwie am Regal hängen hat. Genau, ich freue mich, hier zu sein. Umso mehr mit meinem Bruder Kilian van de Water. Kilian van de Water hört sich komisch an. Ich darf Kili sagen, glaube ich, der seit Stunde Null für das Call Shop Radio die ganze Grafik und Illustrationsbegleitung macht. Genau, wie gerade schon ein bisschen angekündigt, mache ich schon lange in Düsseldorf Kulturprogramm im Bereich von Musik. Das hat damals angefangen, genau mit als Saxophonist in der Band. Aber auch damals gab es schon das Phänomen, dass viele Leute nach Berlin gezogen sind und sogar nach unserem Gewinn von der Westen Düsseldorfer Newcomer Band sind viele nach Berlin gezogen, weshalb sich das ganze Projekt so ein bisschen aufgelöst hat und auch ich habe meine Orientierung ein bisschen schwerpunktmäßig anders gesetzt und bin in der elektronischen Musik gelandet. Damals haben wir ein Kollektiv gegründet, das heißt Markant oder hieß Markant. Der eine oder andere hat uns vielleicht mal in der Zeitung gesehen. Wir sind da einfach mal in der Zeitung gelandet, weil wir von der Polizei aufgelöst wurden, als wir einen Rave organisiert haben. Wie auch immer, das ist Ewigkeiten her. Genau, und dadurch hat sich in der Düsseldorfer Musikszene, wenn man sich eh schon die ganze Zeit mit diesem ganzen Düsseldorfer Musikklüngel auseinandergesetzt, wo sich dann die Idee ergeben hat oder der Wunsch ergeben hat, alles unter einen Hut oder alles unter eine Nacht zu bekommen und diese ganzen Düsseldorfer Musiker zu verbinden. Vielleicht erstmal von Anfang an, ich weiß nicht, ob das manchen ein Begriff ist, manche Leute, die sehe ich hier, die kenne ich, die wissen bestimmt, was ein Online-Radio ist, manche vielleicht auch nicht. Was ist ein Online-Radio generell? Im Endeffekt ist das Online-Radio die weitergedachte Idee eines Frequenzradios in Bezug auf Musik. Ich glaube, jeder hier kennt das, wenn man morgens das Radio einschaltet im Auto und man doch relativ enttäuscht ist, dass man wieder dasselbe Lied hört. Das Online-Radio ist quasi der Versuch, konzeptionell an der Musik weiterzuarbeiten. Und da bin ich natürlich nicht der Erste, der sich das Konzept ausgedacht hat. Auch ich hatte Vorbilder und Einflüsse, die mich damals beeindruckt haben. Da kommen wir gleich nochmal näher zu, das ist unsere Website. Ich würde erstmal gerne auf NTS zu sprechen kommen, beziehungsweise zwei Radiovorbilder, die mich damals geprägt haben. NTS ist für mich die Mutter aller Radios, der Online-Radios, die es gibt. Das, was sie geschafft haben, ist diesen DJ-Begriff oder den Musikbildungsbegriff zu transformieren in eine Richtung von der DJ als Unterhalter hin zu einem täglichen Programm, das Leute quasi educated, sich mit Musik auseinanderzusetzen. Und auch NTS hat mal klein angefangen. Inzwischen sind sie aber also aus London geboren, haben aus der ganzen Welt Studios und wie gesagt, haben es halt geschafft, diesen Begriff von Musik und die Begeisterung, Leute einzuladen, die sich mit Musik auskennen, diese Begeisterung an andere Leute, die Musik interessiert sind, weiterzugeben, aus
also wirklich perfektioniert. Jeder, der es nicht kennt, es lohnt sich wirklich ununterbrochen 24 Stunden am Tag in zwei Streams einzuschalten. Selbst wenn man nicht into Folk-Musik ist oder so, hört man sich eine Folk-Show an und es ist einfach die bestselektierteste Show, die es gibt. Also wirklich, das ist, immer wenn ich über NTS rede, rede ich mich in Rage, aber es ist wirklich eine beeindruckende Arbeit, die sie machen. Das zweite Beispiel, das ich nennen wollte, auch so ein bisschen als perspektivisch, wo habe ich mich damals gesehen, wo will ich das Projekt irgendwann mal haben, wäre Red Light Radio, die es damals geschafft haben, in Amsterdam so eine Gruppe zu bilden und eine Community zu bilden und quasi nicht nur als Radio-Dachverein zu sein, sondern mit einem Festival zusammenzuarbeiten, das Deckmantel heißt, und mit einem Plattenlabel zusammenzuarbeiten, Rush Hour, was dann alles zusammen dazu geführt hat, dass man diese Idee, dass wenn man sich in der Musik, im Musikbereich einer Szene, einer Stadt zusammentut, man eine viel größere Strahlkraft hat. Das hat wiederum dazu geführt, dass Amsterdam musikmäßig in den letzten 10 Jahren wahrscheinlich zu einer der wichtigsten Städten wurde. Was, wie gesagt, inszeniert wurde von dieser Idee des Radios, Wetter Radio, zusammenzuarbeiten und nicht gegeneinander. Bei der Musik ist es auch schon manchmal so, man kennt das vielleicht irgendwie, okay, du hörst Drum Bass oder Dubstep so, ich höre Techno, keine Ahnung, man hat nichts miteinander zu tun. Warum nicht mal diese ganzen musikbegeisterten Leute unter einen Hut bringen und versuchen, was zusammen zu schaffen? Genau, und aus dem Ursprung, dass ich in Düsseldorf viele Leute kannte, die Musik gemacht haben und mich mit diesen ganzen Sachen ein bisschen auseinandergesetzt haben, kam dann irgendwann die Idee, okay, das will ich eigentlich auch selber machen, unbedingt. Hab dann eine Location gesucht, eine geeignete, und gar nicht so typisch für Düsseldorf hat sich dann auch ziemlich schnell was ergeben. Und da kommt dann Kidi ins Spiel. Genau, also eigentlich war ich damals vollkommen unabhängig davon, hatte ich das Room gegründet. Also Room war eine Räumlichkeit, wo ganz verschiedene Kreative unter einem Dach zusammengekommen sind. Es waren nachher Tätowierer, Programmierer, Grafiker, freischaffende Künstler. Das war auf der Erkrather Straße 6. Und da war es von Anfang an so die Grundidee, dass wir ganz verschiedene multikulturelle Strömungen nebeneinander existieren haben. Und ich kann euch, die habe ich auch nochmal geöffnet, die ist nicht mehr so aktuell, aber das war unsere Room-Seite damals, also das Kollektiv hat sich aufgelöst. Aber das waren die Anfänge und da hatten wir dann schon dieses Konzept entwickelt im ersten Jahr und da hatte Kasper gerade an seinem, vollkommen unabhängig davon, an seinem Radio gearbeitet. Und als er dann soweit war, eine Location zu suchen, ist uns super schnell aufgefallen, okay, es macht nur Sinn, auch dieses Radiokonzept mit in Room aufzunehmen. Weil, wie gesagt, dieses Multikulturelle war sowieso genau unser Ansatz und da war so ein Musikkonzept absolut willkommen. Und dann ist Kasper vorbeigekommen, wir haben uns das Ganze angeschaut, also ihr müsst euch die Räumlichkeit so vorstellen, vielleicht war auch mal jemand da, aber für die, die es nicht kennen, man hatte unten ein Ladenlokal, durchs Ladenlokal gab es eine Wendeltreppe oben zu den Büroräumen und hinten im Hinterhof gab es nochmal so einen abgetrennten, so eine Hütte, also eine 80 Quadratmeter Hütte, die war nochmal für sich alleine stehend und dadurch hatte man auch diesen ganzen Hinterhofbereich mit dabei. Und dieser Hinterhof war halt perfekt fürs Radio. Und dann hatte Kasper die schöne Idee, dass wir in diesen Raum hinten, wo eigentlich die Künstler ihren Platz hatten, also wo auch Ateliers waren, dass wir da wie so eine Radio-Booth reinbauen. Also wirklich Raum in Raum, ein Radio in diese Ateliers reingebaut. Und haben dann den Hinterhof mit Tischen und ein paar Lampen geschmückt und hatten echt schnell so eine schöne Radio-Hinterhof-Romantik mitten in der Innenstadt. So. Das war dann Schritt 1 und dann kam Schritt 2, der natürlich eigentlich wichtigste Punkt für ein Online-Radio, die Website. Die habe ich dann damals mit dem Fernando zusammen gemacht, der auch bei uns, gehen wir mal hier auf die Startseite vielleicht, der auch bei uns mit im Kollektiv mit drin war, hatte ich eben schon erwähnt, es war ein Programmierer mit dabei, der war halt, wie gesagt, bei uns im Room mit drin und da haben wir uns gesagt, okay, dann lassen uns das direkt zusammen machen. Bei der Website waren mir 3 Einflüsse sehr wichtig. Zum einen wollte ich auf den Namen Callshop eingehen, also bei einem Callshop, Internetcafé, ist es ja oft so, dass wenn man auf die Schaufensterscheibe guckt,
hat man so eine ganz, also finde ich, so eine ganz eigene Ästhetik. Also super viel funktioniert nebeneinander auf dieser Schaufensterscheibe. Man hat hier einen Textblock, man hat hier nochmal ein paar Artikel, dann hat man hier irgendwie nochmal so einen großen Fernsehscreen, wo was durchläuft und hier vielleicht nochmal eine Zigarettenwerbung und da oben noch ein Plakat. Also irgendwie ist so super viel auf engstem Raum, wenn man auf so einen Callshop-Internetcafé schaut. Und genau diese Ästhetik wollte ich auf die Internetseite übertragen. Das heißt, wenn man als User die Seite öffnet, guckt man im abstrakten Sinne auf einen Callshop. Hier ist es halt so, dass man jetzt das Logo hat und Schrift und ein Videoelement und oben die Reiter und hier noch die Musik, die durchläuft. Also so von der Idee her ein ähnliches Prinzip. Dann war mir super wichtig, dass wir auf der Seite, auf der Callshop-Seite, die Unterschiede zwischen einem konventionellen Radio und einem Online-Radio rausarbeiten. Also was kann das Medium Online-Radio mehr als das konventionelle Radio? Und ich fand es halt sehr wichtig, dass bei einem konventionellen Radio kannst du nur hören und bei einem Online-Radio kannst du auch sehen. Das heißt, es wird zu einem interaktiven Element, wo man surfen kann, wo man sich informieren kann. Und dann hier zum Beispiel hat man eine Show, die hat dann auch ein eigenes Cover. Oder hier, die gibt es auch schon seit Stunde 1 vom Cello, die Show. Und dann hat man nochmal die Infos dazu. Das heißt, man kann sich auch zu den einzelnen Shows informieren. Und da sind wir auch schon bei Punkt 3, der mir sehr wichtig war, das ist die Community. Weil Kaspar war auch der Community-Gedanke super wichtig beim Online-Radio. Und ich fand, der ist dann auch nochmal gewachsen, als er dann auch nochmal aus diesem Musikkontext in unser Künstlerkollektiv reingekommen sind. Und das heißt, es waren irgendwie verschiedene Einflüsse, die ich auf jeden Fall auf der Seite integrieren wollte. Und das ist zum einen, dass die monatlichen Shows, beim Radio stattfinden, also es wird auch gleich nochmal näher erläutert, aber es ist so, dass viele Musiker einmal im Monat eine Show kuratieren und dann auch selber andere Musiker einladen können. So. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene monatliche Shows, die sich immer wiederholen. Und diese Musiker haben die Möglichkeit, die eigenen Cover zu entwickeln. Und das fand ich einen spannenden Moment, der vollkommen autark von Kaspar und mir passiert, dass alle Musiker selber sagen können, okay, ich möchte, dass meine Hip-Hop-Show so aussieht oder ich möchte, dass meine Techno-Show so aussieht. Das heißt, das funktioniert außerhalb von meinem künstlerischen oder gestalterischen Aspekt, dass einfach die Leute, die als Musiker da auftreten, auch selber die Möglichkeit haben, zu bestimmen, wie sie visuell vertreten werden. Und dann noch einen letzten Punkt. Um die Community einzubeziehen auf der Website war dieses Video-Element, also hier auf der Startseite, die Animation ist gerade noch von mir, aber in Zukunft soll es so sein, dass auch hier ganz verschiedene Künstler oder Videokünstler oder auch die Musiker, die wiederum eine Show machen und sich mit Animationen austesten oder was auch immer, die Bühne nutzen können, um da auch Animationen zu präsentieren, um da auch wieder so eine Brücke zu schlagen zwischen Musiker und Künstlern. Genau. So viel von meiner Seite aus zu den Anfängen und Gestaltung der Seite. Genau, das war jetzt alles schon, man merkt da schon, wie eng im Endeffekt diese ganze grafische Idee mit der konzeptionellen, programmatischen Idee verzahnt ist. Trotzdem würde ich nach dem ganzen grafischen Eindruck nochmal zurückkommen auf den Anfang dieser ganzen programmatischen Idee und der Kuration des Radios. Was haben wir uns dabei gedacht? Am Anfang haben wir mit 2 Shows die Woche angefangen. Bewusst habe ich damals extra eine Hip-Hop-Show vor einer Techno-Show gelegt, weil ich den Gedanken spannend fand, okay, nach den beiden Shows setzen sich beide auf ein Bierchen zusammen und planen vielleicht irgendwelche, kommen ins Gespräch. Und dafür war, wie gesagt, auch Room wiederum der perfekte Ort, weil man mit so vielen Leuten in Kontakt kam, es haben sich Festivals ergeben, es haben sich Veranstaltungen ergeben, es haben sich Releases ergeben mit den Grafiken von den Büros, die oben waren. Und das war echt eine super gute Symbiose aus verschiedenen Künstlern, die hier gearbeitet haben. Zurück zum Programmatischen. Hat sich das dann aber auch sehr schnell entwickelt, dass man eigentlich sich denkt, okay, wir haben auch mehr Kapazitäten als irgendwie 2 Stunden die Woche. Und hat dann auch gemerkt, und das ist mir an der Stelle auch wichtig zu sagen, also ich mache das Radio nicht alleine. Ich stehe jetzt vielleicht hier, weil ich es gegründet habe. Im Endeffekt ist das Radio aber ein Dachverband von ganz vielen Leuten, die sich dafür engagieren. Und das hat man dann auch an den Anfängen schnell gesehen. Irgendwie, okay, ich lade Leute ein, aber ich kenne ja selber nicht alle Leute, die in Düsseldorf Musik machen. So. Warum nicht einfach das so gestalten, dass alle Leute, die hier Teil sind, auch Leute einladen können? Und das hat dann so einen Schneeballeffekt, dass alle Leute, die sich mit Musik auseinandersetzen, auch Leute einladen können und so natürlich so eine Gruppierung sehr viel schneller wächst. Und so waren wir dann von einer Show die Woche relativ schnell bei jeden Abend Live-Sendungen.
Wo wir uns dann die Frage gestellt haben, okay, man kann im Endeffekt Online-Radios in zwei Richtungen aufbauen. Entweder man sagt, ich schicke einfach Einladungen um die ganze Welt, weil auch diese Post-Corona-Zoom-Generation, es gibt keine Grenzen mehr von vor Ort sein. Man kann sich das auch einfach alles zuschicken lassen und in den Schedule reinprogrammieren. Aber uns war es wichtig zu sagen, komm irgendwie, wir wollen diesen Live-Moment zwar online und digital haben, trotzdem wollen wir es nicht vermissen, dass Leute ins Radio kommen, um die Musik aufzunehmen. Erstens, weil es eine sehr viel interessantere Show ist, wenn jemand gezwungen ist, in dem Augenblick live abzuliefern und aufzunehmen, als wenn man die Möglichkeit hat, alles wieder neu aufzunehmen. Da haben wir uns für den Punkt entschieden, okay, alle Shows, die stattfinden, sind vor Ort. Was dann wiederum dazu geführt hat, dass Leute ins Gespräch kommen und nicht einfach nur, also was ist eine Community wert, wenn man im Endeffekt alles zuschickt, dann hat man sich auch im Endeffekt nie kennengelernt. So, dass man quasi diesen Online-Gedanken und diesen Gedanken von vor Ort so ein bisschen miteinander verbindet. Und so divers, wie das gerade dann in genremäßig aufgestellt ist, was ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, was man vielleicht hier auch sieht, so von Ambient, Boogie Disco, House, im Endeffekt kriegen wir was dabei, man kann auch danach suchen, irgendwie morgens hört man vielleicht lieber eine Jazz-Show, abends vielleicht lieber ein bisschen Techno, das ist jemand sich selber lassen. Aber sehr schnell kam das Verständnis dafür, dass so divers man sich in Genres aufstellt, so divers sind auch die Möglichkeiten zur Kooperation. Wo ich dann relativ schnell mein Steckenpferd drin gefunden habe, dass ich das Radio quasi als die Basis, das Fundament und den Alltag gesehen habe und daraus die Chance, quasi Projekte zu entwickeln. Und am Anfang kamen Anfragen rein, wo ich am Anfang dachte, so, ja, ich weiß nicht genau, ich komme eigentlich so aus dem Clubbereich. Aber es haben sich Sachen ergeben wie im Museum Bildungsarbeit zu machen, im Theater, im Schauspielhaus Düsseldorf, Foyers zu bespielen, quasi thematisches Musikprogramm zu institutioneller Kultur zu machen. Und das war super spannend. Das hört sich ein bisschen an wie so ein Pännchen im Wind, aber für mich war das eine super Errungenschaft zu verstehen, so, ah, Moment mal, mit dem Radio kann man tatsächlich total viele Kooperationen eingehen und auch total viele spannende. Genau, und wie gesagt, dadurch sind wir bei vielen, vielen Projekten gelandet, viel in diese Museumskulturschiene, haben aber auch Projektreisen nach Afrika gemacht und haben quasi Musiker aus Swahili mit eingebunden, haben Festivals, haben Bühnen kuratiert, haben dort quasi die Leute, die da aufgelegt haben, vorher im Radio Slots gegeben, sich vorzustellen und einfach nur Werbung für sich zu machen. Abgesehen davon haben wir natürlich aber auch unsere Partyreihen im Salon des Amateurs gemacht und haben jetzt gerade eine im Yaki in Köln angefangen. Nur mal so, um zu verstehen, wie divers sich so ein Radio aufstellen kann, wenn man sich nicht quasi den Fokus nur auf dieses DJ-Ding, ich lege nachts auf, um abzuliefern, hin zu so einer Transformation vom DJ, im Radio einfach zu spielen, was man will. Und nicht jeder Techno-DJ hat ja nur Techno zu Hause. So. Jeder hat wahrscheinlich auch eine Jazz-Sammlung oder eine Dub-Sammlung. Und das war uns spannend einzufangen, so diese Möglichkeit, sich im Radio quasi einmal komplett neu zu erfinden, weil man nicht diese Nöte hat, quasi Erwartungshaltungen von Leuten zu erfüllen. Genau, das war jetzt so sehr viel Information, wie wir an den Punkt kamen, wo wir jetzt gerade stehen. Ich würde trotzdem gerne noch einmal einen Blick in die Zukunft werfen, beziehungsweise noch dafür noch einmal in die Vergangenheit. Nach 2 Jahren in Düsseldorf Arbeit habe ich einen Anruf aus Leipzig bekommen von jemandem, der Musik macht und gefragt, ob wir nicht auch Interesse haben, ein Studio in Leipzig aufzumachen. Und das kam in dem Augenblick super gelegen, weil, wie ich eben schon gesagt habe, war uns wichtig, dass alle Leute vor Ort die Musik machen. Das heißt, dass man aber auch in der Stadt relativ schnell an seine Grenzen stößt, an Leuten, die man einladen kann. Wir machen sehr viel in Köln, eigentlich über die Hälfte von den Gästen kommen inzwischen aus Köln, das muss ich einfach so zugeben. Trotzdem kann das in dem Augenblick super gelegen, dass jemand aus Leipzig fragt, so, ey, habt ihr nicht Lust auf ein Studio woanders? Und das war auch so eine neue Erfahrung, so, wie ist das denn? Und es war eine super schöne Symbiose, weil was in Leipzig gerade passiert, ist diese super postmoderne Techno aus Berlin-Szene, die da gerade so ausschwappt, aus so einer Möglichkeit, aus super vielen Freiräumen hervor. Ein bisschen was in Berlin damals auch passiert ist. Und das war ein super schöner Clash zu dem Programm, was wir in Düsseldorf eigentlich machen, weil in Düsseldorf ist alles ein bisschen arty aufgezogen und was ich eben schon meinte, so die Transformation des DJs und jeder erfindet sich neu, das finde ich super spannend. Und Leipzig kam dann da so reingebrettert mit so super vielen Techno-Shows und wir haben das Studio, wir haben das Studio auch in EFZ, was so der größte Club in Leipzig ist. Und das fand ich super spannend, irgendwie wie sich das dann so zusammen ergänzt. So, dann haben wir tagsüber eine Jazz-Show aus Düsseldorf und abends halt irgendwie Techno aus Leipzig und irgendwie kamen diese Szenen so spannend zusammen und trotzdem haben sich daraus super spannende Symbiosen ergeben. Releases, die zusammen gemacht wurden, Veranstaltungen, die zusammen gemacht wurden.
Genau, das war eine super spannende Erfahrung, weshalb ich dann auch 2 Jahre später nach Paris gegangen bin, um da auch ein Studio aufzumachen, nach einer Einladung. Und das war wieder eine komplett andere Erfahrung, weil Frankreich, auch was Digitalisierung angeht, komplett anders aufgestellt ist. Wenn man sich hier mit Online-Formaten so ein bisschen Avantgarde fühlt, ist es da halt einfach total langweilig und normal. Und das war eine ganz spannende Arbeit, dann so zu erkennen, so, irgendwie, wenn ihr alle hier 100 GB Datenvolumen auf dem Handy habt, dann ist es gar nichts Neues, wenn man einfach den ganzen Tag Online-Radios anhört. Und das war eigentlich eine ganz spannende Arbeit, so rauszufinden, so, wo stehen andere Länder überhaupt und wo stehen wir in Deutschland? Und man hat da schon auch den Spiegelbild der schlechten Digitalisierung schon mit Brechstange vors Gesicht gehalten bekommen, so, muss man einfach so sagen. Aber das war gut, sich da irgendwie so einen Eindruck zu machen, so, was ist denn hier möglich, und auch natürlich ganz andere Herausforderungen dadurch ergeben. Genau, und was ich eben meinte mit einem Blick in die Zukunft werfen, weil ich so gute Erfahrungen gemacht habe mit diesen Netzwerken in die andere Stadt und diese Kooperationen, die sich dadurch ergeben, haben wir jetzt eine Einladung aus Wien bekommen, ein Radio aufzumachen, und das werde ich ab übernächsten Monat machen, werde ich nach Wien ziehen und da in der Kulturstätte ein Radio aufziehen. Es geht quasi um ein Programm, das ist eine Kulturinstitution, die eine Ausschreibung für Kunst im offenen Raum gewonnen hat. Und in der Einladung geht es quasi darum, dieses ganze Projekt, das dort vor Ort stattfinden soll, übers Radio zu präsentieren. Das heißt, es geht neben der Musik auch um Interviews und um Einladungen von Künstlern, die sich diesem Raum widmen, um Kunst zu machen. Und das fand ich auch wieder eine spannende Alternative zu diesem hundertprozentigen Musikschema. Und zwar diese informelle Interview-Künstler-Einladen-Richtung, die, glaube ich, das Musikprogramm nochmal stark bereichern wird auf der Seite. Ein anderes Projekt, das ich gerne noch vorstellen würde, bevor ich gleich zum Ende komme, ist ein Release, was dann quasi ein Ergebnis und ein Resultat von dieser ganzen Arbeit ist, die wir bis jetzt gemacht haben. Das ist Düsseldorf, Leipzig, Paris und Wien. Da planen wir jetzt die erste Compilation, die quasi alle Künstler oder alle großbeteiligten Künstler aus den Städten mit einbindet, um zusammen eine Schallplatte zu machen. Und das ist für mich auch so der nächste logische Schritt, aus diesem Radioprogramm heraus Musik zu schaffen. Und ich glaube, das wird schön. Ab Ende, ja, vielleicht Ende dieses Jahres sollte es fertig sein. Wenn ihr wollt, euch das anzuhören. Auf jeden Fall so eine schöne Compilation mit allen möglichen beteiligten Musikern, die wir bis jetzt so kennengelernt haben. Genau, das war jetzt alles so sehr viel Input und sehr viel auch Vision. Wenn ich über Online-Radio spreche, dann verliere ich mich immer schnell an welchen Ideen und sehr wenig technisch. Falls jemand noch Fragen hat, wie das mit der technischen Umsetzung funktioniert, gerne. Allerdings muss ich da auch sagen, wir haben einen Programmierer, der für uns arbeitet. Also wenn es jetzt ins Detail geht, dann bin ich raus. trotzdem herzliche Einladung, noch Fragen zu stellen, falls noch offene Fragen übrig geblieben sind. Auch Finanzierung habe ich erstmal außen vor gelassen. An der Stelle vielen Dank an die Stadt Düsseldorf für die großzügige Unterstützung, falls jemand hier ist. genau, falls noch Fragen da sind, gerne. Vielen Dank. Vielen Dank euch für das Projekt. Wahnsinnig beeindruckend. Ich starte direkt mal mit einer Frage. Gerne. Düsseldorf, Leipzig, Paris, Wien. Das heißt, also wie funktioniert das konkret? Baust du dir da Communities auf oder greifst du auf Leute zurück, die das dann betreiben? Also du fährst da jetzt hin und baust das auf und dann läuft das aber mit Leuten vor Ort quasi selbstständig weiter? Genau, also erstmal, es hört sich alles ein bisschen größenwahnsinnig an, ist aber auch alles gar nicht so krass. In Leipzig war es so, dass der mich angerufen hat, der Musiker, das komplette Programm übernommen hat. Und da geht es dann viel um Vertrauen und auch einfach um das Verständnis, so okay, du arbeitest da fürs IFZ, ich weiß, dass du coole Veranstaltungen in Leipzig machst. Wenn du Lust hast, das zu machen, dann mach das. Und das läuft ziemlich autark im Endeffekt. Habe ich nichts mit dem Programm in Leipzig zu tun, das will ich auch gar nicht. Das werden die schon selber machen. In Paris war es ein bisschen anders. Da habe ich früher immer schon viel gearbeitet und bin darum dahin und habe selber das Programm gemacht. Aber auch Lust, dass du es ansprichst. Da hat sich, nachdem ich zurück nach Deutschland gezogen bin, auch tatsächlich das Problem ergeben, dass der Verantwortliche, den ich da hatte, der sich eigentlich das Programm kümmern sollte, nicht so richtig zuverlässig war, wodurch sich dann natürlich sehr schnell so Probleme ergeben, so okay, irgendwie will man das irgendwie auch alles schon gut strukturiert und gut gearbeitet wird. Man muss dann schon die richtigen Leute in den jeweiligen Städten haben, die sich auch darum kümmern. So Paris war dann teilweise ein ziemliches Chaos und da arbeiten wir jetzt größtenteils so, dass Leute mir was zuschicken und ich das in den Schedule reinprogrammiere. So, das Studio da benutzen, wir haben noch eins,
benutzen wir aber seltener, ein, zwei Mal im Monat. Und in Wien ist es wiederum so, dass ich jetzt Leute hier eingearbeitet habe, die die komplette Vision einfach verstehen und das umsetzen können und das hier weitermachen werden und ich in Wien das Programm machen werde. Genau, ich lese mich da gerade, beziehungsweise in Wien kenne ich auch ein paar Leute, also man hat auch schon so Anhaltspunkte, mit wem man zusammenarbeiten will und ich werde das Programm auch nicht alleine machen. Da geht es viel um dieses Inszenieren und genau, im Endeffekt erstmal vermitteln, wo will man stehen und dann Leute mit einbinden, die dann im Endeffekt auch weiterarbeiten können. Genau. Und über die Website kann ich aber quasi das Programm aus den einzelnen Städten dann auswählen, ja? Oder, genau. Oder ist das ein Schedule und entweder wird gestreamt aus der jeweiligen Stadt? Genau, also gerade haben wir noch einen Stream und wir haben mit Leipzig und Düsseldorf denselben Schedule, den wir uns teilen. Den sieht man hier, das sind alles On-Demand-Shows, das sind Live-Shows. Da wurde jetzt nicht so richtig sauber gearbeitet, sehe ich gerade. wenn Wien dazukommt aber, und das ist ein täglicher und das wird auch sehr viel Programm sein, dann wird es so wie bei NTS so ein bisschen hier in der Mitte geteilt und dann ist hier der Düsseldorf-Leipzig-Stream bzw. Paris und hier ist der Wien-Stream. So dass man, okay. Achso, ja genau. Ja. Ich muss mir selber nochmal erklären, so Moment mal, also der Plan war so. Ja. Also, genau, so dass man quasi zwei verschiedene Einschaltmöglichkeiten hat. On Demand werden aber quasi alle auf derselben Showseite zu finden sein. Genau. Okay. Achso, man muss natürlich dazu sagen, man kann hier in den Filtern genau. Halt Düsseldorf, Leipzig, Paris okay. Mhm. Auswählen. Genau. Okay. Ja, habt ihr noch Fragen? Am Ende habt ihr gesagt, dass es eine Compilation geben wird. Das hört sich so an, als wäre das also organisch irgendwie gewachsen. Gab es da grundsätzlich einen Plan zu, weil das lustig ist, weil es ja sonst in der Vergangenheit, in den 90ern, so viele Labels gab und irgendwann haben die eine Party gemacht und dann haben die ein Radio gemacht. Das war alles anders irgendwie. Also ich meine, der Wunsch von mir, ein Label zu machen und Leute rauszubringen, mit denen man schon seit Jahren Musik macht, den gibt es schon immer. Das sage ich ganz ehrlich so. Nur diese Idee, das zu einer Compilation zu machen, hat sich dann irgendwie im Laufe der Jahre irgendwie so verfestigt, weil es Sinn macht. So irgendwie, man sucht dann immer nach Projekten, wie man die ganzen Städte, in denen man arbeitet, irgendwie so vereinen kann. Und neben Veranstaltungen, was jetzt auch zwei Jahre lang extrem schwierig war, ist dann vor allem in den letzten zwei Jahren dann die Idee gegangen, so okay, wenn wir irgendwie mal so nach außen hin mal so ein gemeinsames Delphi machen wollen, warum nicht die Künstler einbinden in Form von Musik. Natürlich auf einem Radio, nicht jeder, der im Radio spielt, ist natürlich ein Produzent. Also im Radio spielen auch total viele Leute, die haben überhaupt nichts mit dem Auflegen zu tun, haben aber eine fantastische Plattensammlung zu Hause. Die sind fürs Radio fast sogar noch spannender als richtige DJs. So. Die kann man da eigentlich mit einbinden, aber genau, die Idee war halt ne, überregional, dass man so ein bisschen nach außen zu veranschaulichen, in welchen Stadt man arbeitet. Genau. Gibt es eine weitere Frage? Nee, sieht nicht so aus. Oder habe ich echt wissen nicht? Alle Leute jetzt Bescheid. Falls doch, dann. Genau, also wir trinken vielleicht jetzt noch einen zweiten Kaffee. Es wird, wie gesagt, die Führung hier durch die Räumlichkeiten geben, wer Interesse hat. Ansonsten eben können wir noch mal bei einem zweiten Kaffee quatschen. Und mir bleibt noch die nächste Veranstaltung anzukündigen. Und zwar am 6.5. sind wir zu Gast bei Live Lab Studios. Das ist am Fürstenwall in Unterbilk im Hinterhof. Ein nachhaltiger Concept Store und sprechen werden da Willi Schulz und Lennart Neumann, die den Film Coffee for Life gedreht haben bei Kaffeebauern. Genau, wie dieser Film entstanden ist und wie das ganze Projekt überhaupt läuft, was es mit dem Kaffee auf sich hat und vor allen Dingen mit den Leuten, die dahinter stehen. Das gibt es zu hören am 6.5. und ich freue mich schon drauf, viele von euch dann wiederzusehen. Ciao, bis dann. Ach so, und Happy Friday!